Hallo und herzlich willkommen und guten Morgen, liebe Zuschauer, zu diesem Video. Guten Morgen, Sawadeeka. So, der erste Morgen hier und wir fangen natürlich direkt am Strand an mit einem wunderschönen Frühstück, so wie das sein muss hier. Ja. Das ist das richtige Leben im Urlaub. Schön, ne? Ihr hattet das ja schon im letzten Video gesehen. Wir sind natürlich hier ein bisschen faul. Kein Abenteuerurlaub, sondern wir lassen uns hier richtig verwöhnen. Lassen uns es gut gehen, ganz genau. Wir sind ältere Leute, wir brauchen schon betreutes Wohnen. Ja, das ist, du musst Arbeit auch und dann mit Urlaub auch. Genau, das es muss alles passen. Ja. So, also hier, wie ihr seht, kurz so die Frühstücksszene. Das ganze Resort ist ja, ich denke mal, 20% ausgebucht, so dass man hier also auch wirklich wenig Leute trifft, außer wenn man das möchte, so wie hier zum Frühstück. Wunderschönes Buffet mit allem, was man dazugehört. Von europäischem Essen bis Thai-Essen, alles dabei. Ja. Kaffee, Tee. Also es wird an nichts mangeln hier, wenn man sich satt essen möchte. Viel Sake, ne? Genau. Ja. Und bis 10 Uhr kann man hier locker entspannt essen. Man muss also nicht sehr früh aufstehen, sondern man kann sich wirklich auch Zeit lassen, ein bisschen ausschlafen und hat dann natürlich den schönen Blick direkt auf den Beach. Ja. Wie wir das auch schon mal gezeigt haben, diese Karten gibt es halt hier überall. Und hier kann man schon seine Tagestour planen. Heute, wohin wir laufen, ja? Genau. 7-Eleven aus, weißt du? Alles. Wir gehen von hier zur Hauptstraße hoch, schauen ein bisschen dort lang und laufen dann zur Mermaid runter. Das ist der nächste Strand bei uns hier. Ja. So, wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt hier nicht über die ganze Insel rasen, jeden einzelnen Strand zeigen, weil das ähnelt sich ohnehin alles. Ja. So, und wir brauchen einfach nur erstmal ein paar schöne Bilder, dass der Zuschauer ja einen Eindruck hat, wie das hier so ungefähr aussieht und was er dann draus macht später. Wie gesagt, wir sind neu hier. Genau, das ist ja dann seine Entscheidung und wir werden jetzt auch hier nicht 20 Beaches abgrasen, sondern wir schauen uns einfach um, versuchen so einen allgemeinen Überblick für uns zu kriegen und wenn wir mal wiederkommen, dann kennen wir das vielleicht schon alles ein bisschen besser. Muss man jetzt nicht hier die große Tour machen, Sand auf Beach 1, Sand auf Beach 2, Sand auf Beach 3, ist nicht unbedingt notwendig, denke ich mal. Brauchen wir hier nicht in dem Fall. Wir wollen relax Tag. Genau, ne? So ist das. Nicht zu viel Sachen streit. Nee, das kennen wir ja von früher. Guck mal, wenn wir zum Beispiel nach Kulan gefahren sind, dann schnell diese Beach. Genießen. Ach, das kannst du dann nicht genießen. Wir machen auch nur wirklich diesen einen jetzt für die Zuschauer, damit die ein bisschen was sehen. Ja. Dann lassen wir die Kamera im Haus und dann können wir uns in aller Ruhe hier umschauen. Weil, wie gesagt, es ähnelt sich von den Bildern ja ohnehin. Ja. So, da hat man gesehen, dass es hier halt überall diese kleinen Strandstraßen gibt, wo man noch ein paar Sachen einkaufen kann, wenn man seine Badehose vergessen hat, wenn man noch ein neues Kleid braucht oder einen neuen Hut oder irgendwas, nicht wahr? Ja, so. Ich vergesse den Hut. Genau, so ist das. Dafür gibt es aber hier auch eine Lösung. Das ist überhaupt kein Problem. Man könnte also rein theoretisch alles, was man nicht dabei hat, hier nochmal einkaufen, wenn es dann unbedingt sein muss. So, und jetzt sind wir schon auf dem ersten Beach hier unten. Hast du noch eine Idee, wie der heißt vom Namen her? Ploy Thale, oder? Ja, so ähnlich könnte das hier heißen. Restaurant. Genau, das ist das Restaurant dazu. Das ist aber nicht so wichtig. Wie gesagt, wir sind hier auf der, wie es auf der Karte gesehen hat. Und da die meisten Zuschauer vielleicht auch dieses Schild von diesem Koh Samet und die Meerjungfrau kennen, fahren wir dort, gehen wir dort einfach hin. Sai Kiao Bi. Genau, so heißt er. Siehst du, du musst dir mal die Namen merken. Du bist die Thailänderin. Ich vergessen, hier lag ich auch neu hier. Ja. Ja, und das ist genau das, was passieren würde. Wenn du jetzt 20 verschiedene Beaches anschaust, die sehen alle ziemlich gleich aus, die heißen alle ziemlich gleich, verlierst du nur deinen Überblick. Du fragen mich und ich fragen wer. Genau, so ist das. Du musst das alles wissen, du bist hier die Thailänderin. Du immer, nur ich arbeite, ne? Du arbeitest anders sagen. Ne? Ja, du bist noch jünger. Ich muss kommen um dich, ja? Ja, du bist noch jünger, du kannst dir das alles noch merken. Ich müsste mir das schon alles aufschreiben. Vielleicht. Ich bin alte Dame. Genau, alte Dame, mein Lieblingswort zu dir. Ganz genau. Die alte Dame. Kopierst du dir sofort. Genau so ist das. Und hier haben wir eine junge Dame gleich im Bild. Die ist natürlich auch schön. Das Bild kennen auch viele. Das ist so 1 Million Mal schon auf Instagram, Facebook und weiß der Kuckuck, wo überall erschienen. Ja. Und darf natürlich bei uns auch hier im Video nicht fehlen.
Tut mir leid, nicht gefunden, noch nicht gefunden heute. Ja, danach. Wir machen erstmal dieses Video fertig und danach können wir uns in aller Ruhe die 27 anderen Strände noch anschauen, die höchstwahrscheinlich ähnlich aussehen werden. Vor allen Dingen das Wichtigste. Sexy, Mark. Ja, genau. Sie, wir nicht. Wir sind ältere Leute, genau. Wir alte Damen. Alte Leute. Alte Leute, die Dame scheinst du zu sein hier von uns. Ja, ansonsten, wie es ihr halt seht, weißer Strand, schön blaues Wasser, ein bisschen viel Wind heute. Man sieht es an der Kleidung unserer japanischen Kollegin, die hier mit einem Sonnenschirm rumlaufen muss, damit ihr das nicht zu warm wird. Naja, das Übliche halt. Ich nur probieren, aber nicht passt bei mir, ich glaube. Oh, das geht. Die anderen Leute laufen ja auch mit Sonnenschirm, also Regenschirm als Sonnenschutz rum. Dann kannst du das auch. Genau so ist das. So, dann kann man das hier schön genießen. Hier ist es auch vor allen Dingen deutlich sauberer, das Wasser. Das heißt, es ist blau, es ist ziemlich durchsichtig. Haben wir umsonst unsere Schnorchelsachen und Unterwasserkameras mitgenommen, weil so sauber und so viel ist dort nicht zu sehen. Schön, Zum Schwimmen ist es wunderbar. Es lädt wirklich ein. Also wenn man das hier sieht, hier möchte man reinspringen und sofort seine Klamotten runter und rein. Das ist halt der Unterschied zu Pattaya. Pattaya ist das Wasser so gräulich und da weiß man immer nicht so genau, was das alles für Zeug ist. Wasser anders, ne? Hier ist also die Wasserqualität schon mal deutlich besser. Ja. Und man ist hier auch relativ alleine. Das heißt, hier schaut einem im Moment niemand irgendwie zu. Du kannst hier entspannt rumspielen am Strand, wie du immer so schön sagst. Man kann ein bisschen schwimmen. Ja. So, ohne dass irgendjemand kommt, hier was verkaufen will oder wie in Pattaya oder Jomtien. Ja, ruhig. Leute ständig da hup mit ihrem Auto Essen verkaufen, mit ihren Foodcards Essen verkaufen. Hier können wir das entspannt angehen alles. Ja. Warum ich meine Mütze vergessen habe, weiß ich aber nicht so genau. Vielleicht, weil ich das besser sehen wollte. Ich habe vorher schon gesagt, warum nicht lassen bei deiner Hochzeit. Ja, die ältere Dame im Bikini verwirrt mich immer. Und dann habe ich so natürlich sofort die Mütze angelassen. Wenn ich hässlich bin, dann immer Winde zu mir, ja? Ja, ganz genau. So muss das sein. Nee, ich muss mich ja erstmal ein bisschen um dich kümmern. Du bist ja der Nichtschwimmer hier. Deswegen muss ich dich so ein bisschen rumtragen und ein bisschen um dich kümmern. Das ist schon wichtig. Keine Sorge, ich bin schon groß genug. Ja, aber nicht groß genug für diese Wellen. Heute ist ganz schön, das Meer ganz schön aufgewühlt, wie man das sieht. Guter Mann. So, und jetzt endlich mal rein. Ohne dich. Du kannst hier mal die Kamera bedienen. Alleine, das ist meine Ruhe hier vor dir. Genau so ist das. Danke. Nee, also das bedeutet, du schwer trage mich? Nö. Ich muss halt immer auf dich aufpassen, wie der Schwimmmeister. Okay. Das ist wichtig. Nee, man kann hier also nicht wie in Pattaya zum Beispiel oder Koh Lan sehr, sehr weit reinlaufen, sondern wirklich nur ein paar Meter. Und dann wird es halt schon richtig tief. Kann man also, wenn man wirklich professioneller Schwimmer ist, hier auch nach ein paar Metern sofort richtig losschwimmen. Ja. Und wenn man das zeigen möchte am Strand, ist es momentan ein bisschen schwierig, weil man ist relativ allein. Ihr seht das links und rechts. Da außer die paar Mädels, Jungs, ich weiß gar nicht, wie man das politisch korrekt heutzutage sagt, waren wir da ganz beide alleine. Beide zusammen. Gemischt. Zwei in eins. Also ihr wisst, was das für Mädels waren, liebe sexy, Zuschauer. Sexy ohne Ende. Laute Stimme ohne Ende. Genau, und Perücke. Hey, das darf man nicht sagen. Hey, das ist diskriminierend. Du sagst zu mir, die Nacht zu Peter, wenn sie mit schwimmen muss, hat sie keine Haare. Ja, das wird bei mir später auch sein. Vielleicht habe ich ja irgendwann auch mal keine Haare mehr. Dann kaufe ich mir auch eine schöne Langhaarperücke. Das ist jetzt cool. Ich verstehe, warum du nicht Foto gemacht hast. Erklär bei deinen Abonnenten. Nein, wir gehen da mal lieber nicht näher hin. Wir wollen uns nicht mit den Jungs, Mädels da befreunden. Das muss nicht sein. Die sind Profi-Fotoshooting. Ja. Die hatten mehr Kameras und noch teurere Sachen als wir, Mensch. Also konzentrieren wir uns mal auf die schöne Natur, wie wir das immer so machen. Schöne Natur, schöne Landschaft, nicht ablenken lassen von anderen Leuten. Also hier hätte man kilometerweit wandern können. Weit weg, ja. Ja, also wenn man hier Lust und Zeit hat, kann man hier wirklich ganz, ganz weit gehen. Und vielleicht die Idee mit dem Sonnenschirm von dir ist gar nicht so schlecht. Dann ist es nicht so gebraten, die Haut. Das ist schon ganz gut. Danke. Du hast mich gesagt, manchmal nichts Sonnenschirm. Sonnenschirm. Ja, beim Schwimmen ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber beim Laufen. Außerdem brauche ich ja noch Wind. Ja,
Und ich brauche ja noch ein paar gute Bilder für unser Video. Wie schwer bei mir. Deswegen musst du musst hier mitarbeiten. Niemand hat gesagt, dass das einfach wird. Ich weiß, ich verstehe. Du verstehst alles, da bin ich aber zufrieden. Du musst fragen, Leute mögen anschauen oder nicht. Nicht nur uns. Nee, das ist die falsche Denkweise. Guck mal, das ist unser Urlaub. Ah, okay. So, das heißt, es muss mir und dir gefallen. Also es muss dir und mir gefallen, so rum. Manchmal nur du alleine gefahren. Ja, natürlich. Guck mal, du kannst, wenn du mit YouTube hier ein bisschen was machst, du kannst nicht für Millionen Leute denselben Geschmack treffen. Der eine mag das, der nächste mag das, der nächste mag dieses. Das kriegst du vielleicht teilweise hin, dass du für den Geschmack von vielen Leuten, aber alle wirst du nicht kriegen, egal was du machst. Ja. Du kannst auch einen Channel machen über Autoreparatur. Dann zeigst du vielleicht VWs, weil du dich mit VW gut auskennst, aber die Leute wollen BMW sehen. Ja. Also das ist dasselbe in Grün und bei uns ist es auch so, wir versuchen einfach das zu zeigen, was uns gefällt und wenn dann der Zuschauer mitkommt und sagt, oh, das gefällt mir auch, dann ist es ja umso besser. Guck mal, wie schwer für mich, wie viel Kleidung muss zusammen mitnehmen. Ja, wir hatten den Rucksack getragen, du oder ich? Du. Ja, süß, schön. Schönen Dank. Einer muss das hier alles hier rumschleppen, damit alle du hier nass, komplett zufrieden ja. bist. Ganz genau so ist das hier. So, und dann haben wir eigentlich auch schon das gezeigt, was wir zeigen wollten. Ein bisschen rumgeschwommen und jetzt laufen wir Richtung zurück an dem Strand bis zu unserem Resort hier. Ja. Jetzt hast du keine Lust mehr auf den Schirm. Funktioniert auch jetzt in diese Richtung nicht mehr. Warum? Weil der Wind aus der Richtung kommt, das heißt, der macht den Schirm kaputt. Genau. Jetzt kannst du das Ding mal tragen. Pech gehabt. Alle nass, alle muss ein bisschen ordentlich, ne? Haare. Ja, ich habe festgestellt, dass wenn du noch eine ältere Dame wirst und vielleicht später mal deine Haare auch weg sind, siehst gar nicht so schlecht aus mit kurzen Haaren. Oh mein. Ich würde es mal sagen, na wack. Mag ich nicht. Okay, dann kaufen wir dir auch eine Perücke. Nein, ich nicht getreut, die Lacke. Aber das haben viele Frauen älter, die haben ja auch mit Perücken und so weiter. Ja, von Gelade, wir haben gesehen, dass ich sehe keine Haare. Ja. Und sexy mag. Siehst du, da habe ich noch Hoffnung auf dich. Also wenn das noch älter wird und die Haare mal weniger werden, kriegen wir das irgendwie schon hin. Danke. Nicht so dramatisch. Nee, ich habe schöne Haare. Ne? Noch, genau so ist es. Ja, man wird ja auch immer wieder ein bisschen älter. Aber du kannst hier ein bisschen Sport machen, das wäre auch schön. Mal sehen, wie groß du bist. Nicht passt bei mir. Der kommt nicht da oben. Das ist Volleyball, Beachvolleyball. Das sieht vielleicht auch gut aus. Nur brauchst du ungefähr 4 Leute. Sonst Volleyball. Ja, ja. Beachvolleyball, so extra. Da beim Beachvolleyball ist ganz wichtig, dass man ganz enge, ganz kleine Bikini anhat. Das ist gut für die Bewegung im Sand. Ja. Und gut für die Zuschauer. Ja. Schön. Jo, also man hätte hier auch sich ein bisschen was mieten können zum Schwimmen und so weiter. Also diese ganzen kleinen Stände, die kleinen Restaurants hier, die kleinen Buden sind alle offen. Schon Nachmittag, ne? Aber zu wenig Leute, ne? Naja, was kannst du machen? Vielleicht sind die auch an anderen Beaches. Wir werden ja nachher gleich nochmal weiterfahren. Ja. Und vielleicht treffen wir noch ein paar Leute woanders. Ja, wir haben gesagt, wir machen nur diesen einen Beach mal für die Zuschauer, damit die was sehen. Lila. Genau, und wir schauen uns nachher in Ruhe an. Vielleicht schlafen wir auch erst noch eine Stunde und fahren dann weiter. Das kannst du dir alles überlegen. Das ist ja relativ einfach. Ja. Ja, wir noch neugierig, hier noch neue Sachen bei uns. Ja, du bist sowieso. Immer gerne bei diesen Plastikdingern. Ich immer gerne, du weißt doch, aber du immer an. Ja. Immer rufen mich, komm zurück, aber das ist mein Genießen. Ich möchte mal einen Urlaub erleben, wo nicht irgendwas kaputt ist, wo nicht irgendwas ins Wasser gefallen ist, wo nicht du ins Wasser gefallen bist. Keine Sorgen, noch nie. Noch nie, ja. Dicht dran. Ich nehme es schon mal vorweg, liebe Zuschauer. Bleib dran, gleich passiert es nämlich. Genau das ist das, wovor ich hier Sorge hatte. Ich kenne dich schon von Pattaya, von Bonga Mat Beach. Da bist du auch immer da rumgeklettert. Immer wieder gerne. Das ist für Leute, die ein bisschen ohne Kamera vielleicht laufen, ist es schon gefährlich. Aber nein, du musst hier extra noch mit der Kamera unbedingt laufen. Das ist natürlich genau der richtige Weg. Zum Glück unser Handy von Wasser geht. Ne? Ja, wasserdicht, ja. Ja. Ja, das dachte ich bei der abgebrannten DJI auf dem Boot auch, dass sie wasserdicht ist. Was passiert? Feuer. Feuer, ja.
Hier hoffentlich passiert das heute nicht. Guck mal, du musst dich da unbedingt bei den hohen Wellen... Unbedingt, das ist schon. ...musst du da bis rauslaufen, natürlich. Und dann kam natürlich auch noch dieses komische Boot, was auch nochmal Wellen macht. Und dann passiert genau das. So sieht das dann aus. Das ist lustig. Ja, für dich, weil wenn das Handy hier im Wasser landet, dann wer kauft ein neues? Du. Natürlich. Kostet ja alles. Jammern zu dir. Ja. Wieder. Ja. Neu. Dann kriegst du so vom 7-Eleven so ein 2000 Thai Baht Handy, das reicht. Oder einfach von mir, wenn ich ein neues Handy mache, ich einfach bei Wasabi. Genau, ja. Tila, das ist kaputt. Ja, ich krieg neu. Dank. Musst du aber einen Moment erwischen, wo ich nicht zuschaue und ich sehe meistens, was du machst. Weil wie gesagt, einer muss ja auf dich aufpassen hier. Du nicht aufpassen, du kontrollierst bei mir. Das muss hier auch so sein. Ja, guck mal, wie das große Gejammer. Tirak, alle nass, geht nicht mehr, geht nicht mehr. Und jetzt musst du selber operieren hier an dem Ding. Ich muss kontrollieren Handy, wie Foto. Schön oder nicht schön. Ja, von dem Wasser gefallen habe ich ja aufgenommen. Wenn nicht schön, dann ich nochmal gehen. Du gehst da nicht nochmal. Da lang geht's jetzt Richtung Resort wieder nach Hause, in Anführungsstrichen. Auspacken alles. Vielleicht, wie gesagt, nochmal eine Stunde schlafen. Dann geht's rauf aufs Moped und dann fahren wir hier ein bisschen rum. Schauen uns alles in Ruhe an. Und da brauchen wir aber keine Kamera machen. Wir schlafen oder du musst weiter arbeiten. Das weiß ich noch nicht genau. Das schauen wir uns jetzt erstmal in Ruhe an. Keine sei, immer. Liebe Zuschauer, das war's für dieses Beach-Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentar dalassen. Wenn noch nicht passiert, Kanal abonnieren. Wir sagen danke, dass ihr dabei wart und tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss.